Hallo, ich bin Galina. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Gänsebraten mit Kartoffel- und Möhrenfüllung bei Niedrigtemperatur im Backofen bratet. Dazu benötigen Sie einen Gans. Außerdem benötigen Sie 6 bis 7 mittelgroße Kartoffeln, eine Zwiebel und eine Möhre. Etwas Wasser, Öl, Salz und Pfeffer. Natürlich benötigen Sie was zum Binden. Nehmen Sie also entweder Küchengarn oder Silikonbänder. Zuerst sollten Sie die Gans innen und außen abwaschen und anschließend auf ein Küchentuch legen zum Abtrocknen. Danach schneiden Sie die geschälte Möhre in grobe Scheiben und zerkleinern Sie die Zwiebel. Kartoffeln können Sie achteln. Nun mischen Sie Kartoffeln, Möhren und Zwiebeln zusammen. Die gesamte Masse müssen Sie salzen und pfeffern, noch etwas Öl hinzufügen und zusammenmischen für die Füllung. Nun wird die Gans damit befüllt, mit Silikonbänder zusammengebunden, in die Bretter gelegt und in den Backofen bei der Temperatur 120 Grad reingeschoben. Garen Sie die Gans im Bräter etwa 7 Stunden bei dieser Niedrigtemperatur. Dabei müssen Sie den Gänsebraten ab und zu mit dem Bratfett begießen, den Sie einfach mit dem Löffel ausschöpfen. Lassen Sie die fertige Gans etwas stehen, da sie noch zu heiß ist. Genießen Sie die Gans einfach mit dieser festlichen Füllung. Bon Appetit!